Augmented Reality, also das Anreichern von Kamerabildern mit virtuellen Informationen, galt lange als technische Spielerei. Weit gefehlt. Die Industrie entdeckt langsam die Technik und wir wollen Ihnen heute eine erste Anwendung aus dem echten Leben zeigen. Wir setzen Augmented Reality im Rahmen der Katalog-App ein. Die Katalog-App ist ein Produkt, das wir seit 2 Jahren vertreiben. Es ist eine App für Vertrieb, Messen, Außendienst, welches von namhaften Industrieunternehmen eingesetzt wird. Beispielsweise ZF Friedrichshafen, OpenMatics oder Peugeot gehören zu den Kunden, die das Produkt einsetzen. Das Produkt dient der Erklärung von Industriegütern, die sehr komplex und erklärungsbedürftig sind. Deswegen hat die App hauptsächlich visuelle, gestützte Erklärungsfunktionen, das heißt 3D, Video, Audio benutzen sie, um die Produkte einfach, möglichst einfach erklären zu können. Und diese Funktion haben wir um Augmented Reality erweitert, um den Kunden noch eine weitere Möglichkeit zu geben, komplexe Produkte zu erklären oder beispielsweise Optionen oder Anbauteile oder Variationen von Produkten einfach darstellen zu können. Die AR-Funktion ist markerbasiert, das heißt, Sie haben einen Marker, den können Sie sich vorstellen wie ein vereinfachter QR-Code, also eine Schwarz-Weiß-Kodierung. Die kleben Sie in der Nähe des Produktes auf, das System erkennt diesen Marker und Sie müssen vorher festlegen, in welcher Entfernung, Position, Winkel das reale Objekt zu diesem Marker steht. Und erkennt das iPad oder das System dann diesen Marker, dann wird das 3D-Objekt im entsprechenden Verhältnis zu diesem Marker positioniert und so stellen Sie die Verbindung zu dem realen Objekt her. Der Mehrwert erschließt sich dadurch, dass man auch in einer Messesituation beispielsweise nicht mehr alle Exponate vor Ort haben muss, sondern zum Beispiel nur ein Grundmodell braucht und alle Anbauteile, alle Variationen dann über die virtuelle Welt darstellen kann und so dem Kunden zeigen kann, wie sieht das Produkt in seiner Kombination, in seiner Konfiguration aus, wie könnte es aussehen, welche Möglichkeiten gibt es, ohne einen aufwendigen Aufbau auf der Messe machen zu müssen. Sie können Produkte animieren mit Teilen, mit Anbauteilen. Sie können aber auch in das Innenleben eines Produktes beispielsweise reinschauen. Also Sie brauchen auf einer Messe beispielsweise oder beim Kunden im Gespräch kein Modell, das irgendwie aufgeschnitten ist. Also Sie brauchen keine Schnittzeichnungen, sondern können am realen Objekt das Innenleben einfach darstellen. Auch mit animierten Modellen, dass Sie auch das Innenleben in Bewegung sehen. ZF steht für Innovation. Mit der neuen App können wir diese Botschaft beim Kunden unterstreichen. Mir persönlich hilft es, unsere Produkte dem Kunden in Gesprächen besser zu veranschaulichen. Die Vorteile von Augmented Reality sind, dass wir zusätzliche Medien abrufen können. Dies ermöglicht uns, zum Beispiel das Innenleben eines Getriebes darzustellen und Module zu veranschaulichen, die physikalisch gar nicht vorhanden sind.